Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is Strange Before the Storm. Oh, Rachel's Mom. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? It was, but that was before I was expelled. Now, it's that girl who used to go here. What was her name again? All one word. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to bring up any sore subjects. It's okay. Who's sore? Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Yeah, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Alles klar. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Alles klar. Just some quality time with the Ambers. What could possibly go wrong? Das ist eine exzellente Frage. Oh, wir haben 3 Seiten zu lesen, Leute. Alter. Gerade als ich dachte, der Tag kann nicht dramatischer werden. Moment, von Anfang an. Rate, wer Rachel unter Drogen setzten... Was? Wer Rachel unter Drogen setzen und ihre Rolle klauen wollte. Keine Sorge, Rachel und ich haben es Victoria mit gleicher Münze heimgezahlt. Leider endete das Drama damit für mich nicht. Die dusselige Juliet steckte wegen dem Feuer fest und ich... Jetzt sagen wir einfach, es gibt genau eine Person auf diesem Planeten, die mich dazu bringen kann, ein Kostüm anzuziehen und vor einem Publikum voller Leute, die ich nicht ausstehen kann, Shakespeare aufzuführen. Und die stand genau im falschen Moment direkt neben mir. Chloe, die mit dem Scheißleben. Ich habe überlebt, nur falls du dir Sorgen gemacht hast. Hast du nicht. Aber es war nicht einfach. Ich musste mich daran erinnern, was ich zu sagen habe, wo ich hin musste und nicht dem Publikum den Mittelfinger zu zeigen. Ich werde nicht lügen, ich hatte es voll drauf, nachdem ich die dumme Schminke und die blendenden Lichter überwand und mich darin verlor. Ich schätze, beim Schauspielern geht es darum, den Rest der Welt zu vergessen und ganz im Moment aufzugehen. Wenn ich bei Rachel bin, fällt mir das leicht. Wir änderten den Verlauf des Stücks etwas und erschufen ein besseres Ende, wo wir 2 zusammen von der Insel entkommen und gemeinsam in den Sonnenuntergang segeln. Nimm das, Shakespeare. Wird das echte Leben auch so super? Die Zeit wird's zeigen. Chloe, das lyrischste Luder der Stadt. Die Zeit hat's gezeigt, und wie sich herausstellt, ist das Leben keine Bühne. Es ist so viel besser. Wir verschwinden heute. Bom! Leb wohl, Acadia Bay. Wir fahren nach New York, der Heimat der fettigen Pizza, der Hipster, Blogger und... Egal, es ist nur wichtig, dass es nicht hier ist.
Ich glaubte Rachel erst nicht. Es ist nicht so, dass ich ihr nicht vertraue, aber sie verliert sich gerne im Moment. Sagen wir einfach, wir sind jetzt aneinander gebunden. Sie gab mir ihr Armband. Es ist ihr wertvollster Besitz und sie band es um mein Handgelenk, um zu zeigen, dass wir vereint sind, was auch immer passiert. Nach einem kurzen Halt bei Rachels Haus geht's los. Wenn du das nächste Mal von mir hörst, bin ich nicht mehr in Acadia Bay. Genau wie du. Chloe, der es so viel besser geht. Alles klar. Ich habe gehört, du warst im Sturm. Ja, war irgendwie eine große Sache. Das glaube ich. Alle sagen, die Aufführung war super. Du bekommst heute Medaillen für 2 gute Taten. Drew geht's gut. Mikey wird sich auf dem Laufenden halten. Oh, scheiße. Sag den beiden, dass ich sie anfeuere. Alles klar. Nachrichtenboard, grausamer Scheinwerfer, Zeit der Heuchelei. Okay. Rachel really was an overachiever before Alter. She met me. Glad I nipped that in the bud. Alter Vater. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben hier ihren Dad. They say all news is local, but damn. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden. Größtes Feuer in der Geschichte Cadias verängstigt Anwohner und stellt Autoritäten vor ein Rätsel. Ja gut. I bet there's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Drew's okay though. Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Crew von der Sturm. Es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Ich liebe euch. Es tut mir so leid. Warum tut es dir leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Gibt's was Neues zu Drews Zustand? Erholt sich. Wir besuchen ihn morgen als erstes. Alles klar. How to clear browser history. Followed by a gap for all of yesterday. That's like... Cheating Asshat 101. Poor Rachel. Notface, Kleingeschäfte. Wie löscht man sein Browser-Chronik? Ha! Wie benutzt man Incognito? Incognito-Tab. 40 plus gesunder Lebensstil. The Beacon. Cadia Bay. Golfverkauf. Alles klar. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. And I'm holding on to a grand of his money. Rachel and I couldn't be leaving town soon enough. Damon Merrick, relevanter Ort, die Mühle, ein konvertierter Sägemühle-Club im Norden der Stadt. Verdächtig, Diebstahl, Erpressung, Vertrieb, Körperverletzung, Raubüberfall, Mord, bekannter Umgang, Francis Bauer, Sheldon Pike, Sarah Gearhart, Peter Gillespie, Rodney Thunder, Sears. Ach, Francis heißt er? Lol, nicht Frank. Das ist krass. Guess some families actually go to Paris instead of just talk about it their whole lives. Ja, ich glaube, die haben das Geld, ne? Who wears the literary pants around here? Gesetzessammlung, Sturmhöhe, göttliche Komödie, Bleak House, Metamorphosenbücher 1 bis 1 2 3 4 5 6 7 und 8. 1, 2, 3 bis 6. Ne, 3 bis. Doch, 3 bis 6. 6 bis 11. 12 bis. 20? Ne, 15. Hinsetzen. So, this is what normal looks like. It's somehow way more boring and way weirder than I imagined. It's crazy to picture Rachel growing up here and being happy here, at least before she met me. And now I'm taking her away. Or is she taking me away? This doesn't really seem like the kind of place people run away from. What am I saying? Fuck this place. Ja.
Reden wir mit dem Dad? Ich glaube schon. Hey Jay, ich guck mir erstmal alles noch an. Achso, das ist wahrscheinlich Tischdecken, ne? How many cabinets do you need? Glasses. Damn. The Ambers are fancy as shit. Alter. Never realized that getting drunk could be so complicated. Everything about this house is nicer, cleaner, better, and more expensive than mine. Which isn't saying much, but still. Damn. Wonder if this is a family heirloom. Vielleicht. Oh, I think that's an original Who Gives a Shit. Okay, Chloe. Dann halt kein Kunstansehen mehr für dich. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. Schätze ich auch. What the Amber family considers entertainment looks a lot like what I consider homework. Solved it. Sag bloß, es war... Nee, schade. Oh Mann. Hey. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just want to shake her? Yeah. Me neither. So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So, I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. Alles klar. Duty calls. Good chat, Mr. Amber. Mhm. Was ist denn mit ihm, ey? Okay. Belassen wir es dabei, würde ich sagen. Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Staatsanwalt James Amber greift hart durch bei Drogen. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She totally bust me. Dann müssen wir sie irgendwie wegkriegen. Hey. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Those are some strong words. You think he lives up to them?
He's fantastic at what he does. Of course, he's only human. Or subhuman. What? What? I thought you said something. Nope. Let's go. So, you putting me to work, or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. Was ist denn mit denen? You're a riot, Chloe. All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Ich will noch mal reden. Da war noch was mit der Aufführung. Chloe? Yeah, what did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. So, am I crushing it? This dinner would be taking literally minutes longer without you. Crushing it. Alles klar. Du bist in der, da ist der Schrank. Erst mal die Spüle angucken. So clean. I bet Rose would kill it with my mom at the diner. Das könnte sein. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Hey, Chloe. Drew's OP ist zu Ende. Er hat Schmerzen, ist aber okay. Heilige Scheiße, Mike, es tut mir so leid. Ist okay. Du bist bei mir geblieben. Wünschte, ich hätte mir helfen können. Hey, Steph. Steph sagt, du warst in der Aufführung. Was? War ein geschäftiger Tag. Wie für die meisten Helden. Oh, nennen uns nicht Held. It's off to the table with you. Wo hast du die Teller hingebackt, Chloe? Jetzt mal for real. Wo sind die? What? Mama. Chloe, die Mutter von Justin Williams, hat mich gerade angerufen. Du warst Teil der Aufführung? Das hätte ich gern gesehen. Ist einfach irgendwie passiert. Ich weiß, es war in letzter Minute. Es freut mich, dass es dir gut geht. Es wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Kommst du nach Hause? Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Oh. Wir essen zu Abend bei Rachel Amber. Aber okay. Reden. Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Denke ich auch. Something else? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3, sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship,
But perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Der Typ ist, weiß ich nicht, irgendwie komisch. Yes, Chloe? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy-looking cabinet, right? You got it. Irgendwie sind die Eltern komisch. Aber okay. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Alles klar. Okay. Ich glaube aber, Leute, wir beenden jetzt hier erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.